Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur Belagerung von Kiew mit den Mongolen und der Kampagne von Age of Empires 4. So, wir haben ziemlich viele Bogenschützen gebaut. Ja, werden damit erstmal wieder die Feinde hier ab, bitte. Das kriegen wir hin. Ich wollte vor allem mal... Wollte ich... Hier, alles auf die 2. Mal mehr Mangudai noch. Sind die schon alle auf der 3? Ja. Die sind aber voll tatsächlich. Ich weiß nicht, wieso ich nicht Mangudai baue. So viele Bogenschützen. Na gut, jetzt haben wir aber mal so viele, deswegen nutzen wir die jetzt auch. Und werden dann mal... Hey, warte mal, hier unten ist noch eine Kaserne? Habe ich die irgendwie übersehen? Obo ist erschöpft. Okay, greifen wir hier doch mal an. Okay, mit der Kavallerie mal hier drauf. So, jetzt kommen hier nämlich auch noch ein paar Mangudai. Und wir vernichten hier mal alles. Perfekt. So, hier sind noch mehr Truppen. Und ich brauche mehr Händler auf jeden Fall für mehr Gold in Zukunft. Und wo sind denn hier meine ganzen Dorfbewohner? Habe ich die alle weggeschickt? Scheint fast so. Hier. Ihr dürft mal hier ein neues Gear bauen. Beziehungsweise kommt mal mit, ihr baut mir noch ein paar Ställe hier hin. So. Packen wir euch mal auf die 3. Okay, da haben wir jetzt erstmal alles vernichtet. Auf dem Weg dorthin. So, hier können wir mal ein bisschen Hit and Run machen. Dann klappt das hervorragend. Bauen wir noch ein paar mehr Mangudai, bitte. Dankeschön. Gehen hier nochmal in den Angriffsmodus. So, hier, sofort ist sofortige Vernichtung. Sehr schön. Okay, da haben wir alles erledigt. Wir können uns jetzt nach Norden begeben. Nach Kiew, zur Mauer. Okay, da hätte ich jetzt gern auch noch ein paar Belagerungswaffen. Ich glaube, ich brauche gar keine Upgrades mehr in der Redoute. Hier meine Mangonelle. Mangonell. Und hatte ich jetzt eigentlich ein Arsenal? Ja, Arsenal hatte ich schon, genau. Aber Belagerungswerkstätte fehlen. Mach mal da eine Belagerungswerkstatt, bitte. So. Okay, wir gehen erstmal hier vorwärts. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, okay, unsere Fähigkeit können wir gerade eh nicht nutzen, aber wir haben so viele Truppen. Einfach nur Fernkämpfer hier, die alles niedermähen. Du darfst auf den Turm schießen schon mal. Ja, wir können ein paar Mangen und ein paar Rutten bauen. Why not? Und wir bauen noch ein paar Mangudai. So. Viele Speerkämpfer. Da laufe ich wenigstens mal mit den Mangudai ein bisschen umher. Hatte ich jetzt aber schon alle anderen Upgrades, die ich brauche. Belagerungsgeschwindigkeit. Hier, Projektile wollte ich noch machen. Schmiede, holen wir uns mal trotzdem noch diese Upgrades. Danke. So, jetzt greifen wir hier mal bitte an. Mit Sturmpfeil. Sollte das doch jetzt alles schneller down gehen. Jawohl. Hervorragend. Okay, die 3 ist aber ausgewählt. Na ja, perfekt. Bauen wir eine gute Mischung aus allem. Oh, unser Anführer hat es leider erwischt.
Feuer frei. Perfekt, hier greifen wir an. Sehr schön. Auf geht's. Zieh ich mal hier ein bisschen zurück. Wir bauen mal noch ein paar Armbrustschützen auf. Ein paar davon. Greifen wir mal stärker jetzt an. Jawohl, auch mit Mangen bitte. Bauen hier noch mehr Armee. Dann sollte das doch klar hier gehen. Okay, wir können gleich durchstoßen. Als hätte ich nur... Es wird immer noch nicht alles genutzt, ne? Wartet mal. Jetzt. So, nochmal ein paar davon. Oh, Spiel wurde gespeichert, okay. Ich brauche mal mehr Händler dann noch. Wo ist denn mein Held gerade? Hier, ne? Hier. Diese Ausbildung dauert echt schon wieder Ewigkeiten. Neue Truppen, mehr Truppen bitte. Dankeschön. Ah ja, hier haben wir zum Glück noch sehr viel Gold. Da brauche ich ein neues Gear. Ja, da passt keins mehr hin. Hier ist auch noch eine Mauer. Mauerteile davon. Sehr interessant. Bauen wir noch ein paar Händler. Und jetzt rücken wir mal bitte vorwärts. Mit unseren ganzen Belagerungswaffen. Sehr schön. Ja, die haben ja gar keine Chance. Ich meine, wir könnten jetzt einfach ein bisschen umher reiten mit den Mangudai. Die schießen schon mal. Das machen wir vielleicht auch. Ja, wir weichen mal hier dem Angriff der Kavallerie aus. Soweit es eben geht. So. In der Zeit schießen wir die schon mal nieder. Locken die noch ein bisschen an. Und vernichten hier alles. Sehr gut. Mein Khan, der Mönche-Khan, kann wieder kommen. Perfekt, habe ich noch irgendwo Truppen, die ich nicht sehe? Wir werden schon... Von wem werden wir bitte angegriffen gerade? Woher... Dass die immer noch hier von Westen kommen? Ich habe doch da einiges vernichtet. Dass sie sich da immer noch trauen zu kommen. So, aber mit den Mangen hier sollte das jetzt, glaube ich, ein leichtes werden, die zu bekämpfen. Feuert. Okay, die Mangen wollen sich feuern, auch nicht schlecht. Stoßen wir mal hier noch vor. Ich muss hier alles vernichten, tatsächlich. Ja, die Mangen wollen nicht schießen. Ist das ein Bug? Dankeschön, das hat es aber lang gedauert. Okay, ihr vernichtet hier bitte auch alles. Da, die greifen hier echt schon wieder an. Aber meine Kavallerie sollte das im Nahkampf erledigen können. Okay, wir müssen hier, glaube ich, echt alles vernichten. Deswegen machen wir uns dann mal auf. Vernichten bitte alles. Sehr gut. Da brennt alles nieder. Geben wir uns mal bitte nach rechts. Neue Truppen hier noch. Muss ich die Felder auch vernichten? Dass wir Plündergut für die Felder bekommen, finde ich ja echt krass. Das ist schon stark. Und das auf jeden Fall... Oh oh. Nicht gut. Rückzug. Ich brauche mehr Mangudai. Okay, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück.
Mehr Mangudai wären sinnvoll. Hier sind auch noch ein paar Gebäude oben, die ich zerstören muss, alles klar. Okay, Feuer frei. Vorwärts, Dampfwalzen, mäht alles nieder. Und das zerstören wir bitte auch. Danach wird das hier zerstört und danach das hier. Sehr gut. So. Läuft doch soweit. Unsere Mongolenherde mäht alles nieder, meine verehrten Damen und Herren. Wir brauchen ja nicht mehr so viel Dorfbewohner, weil die Wirtschaft läuft. So, wo gibt es denn jetzt hier noch Angreifer? Schau ich mir das mal an. Bin ich jetzt mal neugierig. Die dürfen jetzt nicht meine Truppen hier vernichten. Die müssen wir mal kurz abschießen, bitte. Danke. Bitte einmal auf die Armbrustschützen schießen. Dankeschön. Mit den Mangen. Können wir die Mangen nochmal irgendwie verbessern? Ach, schau an, hier ist doch noch. Hier ist noch ein Schießplatz übrig. Aber wir haben eigentlich, glaube ich, schon alles. Nee, mehr Verbesserungen gibt's nicht. Auch redutenmäßig. Und auch in der Schmiede nicht. Ah, schaut mal an, ich habe hier noch ganz viel Armee. Haben wir wieder einen verletzten Anführer. Vor allem der schießt noch, obwohl er verletzt ist. Das kann ja nur ein Bug sein. So, wir haben schon mal alles von der äußeren Stadt vernichtet. Verwüstete das äußere Stadtgebiet. Okay. Nein, ist schon wieder mein Anführer. Rettet den mal. Und Angriff. Der Tribut darf schon auf die Mauern hier schießen. Hier schießt auch. Die Mangen bitte auch. Wo laufen die gerade? Ach lol, die können hier hoch? Das ist ja witzig. Der Rest kann aber ruhig hier rüberkommen. Wir müssen noch vorstoßen ins innere Gebiet. Zack. Haben wir sie erwischt. So, jetzt werden noch ein paar Nahkämpfer nicht schlecht. Stoßen wir hier nochmal ein bisschen vorwärts. Sehr schön. Hier oben haben wir unsere Bogenschützen. Mit dem Tribok werde ich mal hier voranmarschieren. Werde ich schon wieder... wo kommen die... Die haben meine kleine Armee hier vernichtet, ne? Unfassbar. Dass die sich das schon wieder trauen, hier alles in Schutt und Asche zu legen, während ich deren Hauptstadt vernichte. Schade, dass die mal auf ihre Hauptstadt ein bisschen achten würden. So, der Tribok darf gerne weiter schießen. Auf allem, was sich hier so sieht. Okay, wir greifen hier mal weiter an. Perfekt. Wir erhöhen hier mal den Angriff. Feuer frei. Ihr greift hier mal das Dorfzentrum an, bitte. Die haben doch alle gar keine Chance. Gegen unsere Mongolenherde. So, hier kommen einige Nachzügler. Perfekt, wir vernichten bitte hier noch die Türme und dann läuft das hier. Hier kann sich uns niemals entgegensetzen. Hier haben sie viele Speerkämpfer. Da haben sie noch ordentlich Armee, deswegen habe ich da wahrscheinlich was in den Tod geschickt gehabt. Boah, bauen wir mal noch schnell da ein bisschen was. Wenn schon, wird hier alles vernichtet, bitte. So. Wenn wir meine Belagerungswaffen noch schießen könnten.
Perfekt. Schießen die Mangen? Feuert. Ach, mein Kahn hier, muss man ein bisschen zurück. Triburg darf hier unten schießen. So. Das sollte reichen als Armee. Ja, nehmen wir doch auch die Mangen gleich noch mit. Vernichten wir hier bitte ein paar Sachen. Na, bleibt ihr wohl stehen? Sehr schön. Hier vernichten wir alles. Hier oben vernichten wir ebenfalls alles. Wenn schon, machen wir hier alles nach Plan, holen uns ein bisschen Ressourcen noch. So, diesmal haben wir hier alles vernichtet. Ah, lol. Wir sind jetzt halt hier schon, wir haben uns schon mit dem Holz durchgehackt, dass wir jetzt schon auf der anderen Seite rauskommen. Sehr schön. So muss das sein. Okay, holen wir uns noch ein paar neue Truppen. Vernichten hier alles bitte. Zerstören mal die Abtei der Dreifaltigkeit. So. Holen den Rest unserer Armee. Nicht zugängliches Gelände. Interessant. So, da haben wir schon alles vernichtet. Was müssen wir denn jetzt überhaupt noch zerstören? Einfach alle Gebäude wahrscheinlich, oder? Ich gehe davon aus, einfach alle Gebäude. Dann machen wir das doch noch. Eröffnet das Feuer. Alle Gebäude der inneren Stadt. Da haben wir doch jetzt schon ziemlich viel vernichtet. Viel übrig ist da nicht mehr. Da warten noch ein paar Truppen. Aber die werden von uns auch vernichtet. Und da kommt noch der Nachschub. Sehr schön. Ihr dürft hier runter noch gehen. Und da fällt Kiew und wird ja völlig geplündert von unseren Horden. So muss das sein. Die Mongolen werden triumphieren. So, ich würde jetzt gerne nochmal den Sturmpfeil loslegen lassen. Diese Mangen schießen halt nicht automatisch, ne? Bisschen schade. So, Sturmpfeil ist aktiviert. Ach, jetzt darf ich auf einmal noch Gebäude zerstören. Was mir gesagt wird, okay, machen wir. Es sind nicht mehr viele. Es werden nur die letzten Gebäude angezeigt, scheinbar, die wir zerstören müssen. Damit haben wir es geschafft. In 3, 2, 1. Kiew ist zerstört und liegt in Schutt und Asche vor unseren Füßen. Der Einsturz der letzten Gebäude bedeutete den totalen Sieg der Mongolen. Kiew war gefallen. Kiew war gefallen, so ist es. Und der Weg war frei. Mönke Khan und seine mongolischen Krieger stürmten die verwüstete Stadt, töteten alle Überlebenden und plünderten ihre Besitztümer. Sehr freundlich. Nun, da Kiew in der Hand der Mongolen war, stand das Tor nach Europa offen. Und so, sie konnten ihren Eroberungszug in den Westen fortsetzen. Und wie weit kommen wir in den Westen? Das sehen wir vielleicht in einer der nächsten Missionen. Ich muss zugeben, ich habe mich nie so richtig historisch für die Mongolen interessiert. Deswegen kann ich gar nicht sicher sagen, wie weit die überhaupt vorgedrungen waren. Ich glaube, die waren schon ziemlich weit im Westen auch ein bisschen vorgedrungen zu einiger Zeit. Vor allem da, war das nicht noch so zu der Zeit bei Chinggis... Nee, das war... Ach nee, die Hunnen waren mal sehr weit im Westen. Aber die Mongolen nicht ganz so weit wie die Hunnen, glaube ich. Okay, was haben wir denn hier? Das Volk der Filzseiten der Geschichte. Die Yam. Das ist, glaube ich, alles. Das ist doch neu, oder? Dann schauen wir uns mal das mal bitte an. Erschaffen wurde das gewaltige Reich der Mongolen durch Krieg. Doch beherrscht wurde es mit Bürokratie. Mit Bürokratie? Eine gute Kommunikation innerhalb des Reichs war unverzichtbar. Diese Aufgabe fiel den Yam-Reitern zu. Postbote. Im Mittelalter. Gefährlicher Beruf wahrscheinlich. Die Yam war ein bemerkenswert gut organisiertes Postsystem, das Genghis Khan vor über 800 Jahren einführte.
Es bestand aus einem Netzwerk von Botenstationen, zwischen denen schnelle Reiter verkehrten. These riders were so fast, they were known as the arrow messengers. You know, they rode at such a bruising pace that they would have to use these cloths to support their abdomen, their spine and their internal organs. Ja, am Boten trugen eine Schärpe mit Glocken, damit man sie schon aus der Ferne hörte. Freut sich der Feind, dann kann er sie töten. Die vorgewarnte Station konnte ihnen so bei ihrer Ankunft ein frisches Pferd bereitstellen. Remounting like this allows us to travel several relays each day. Mit den ununterbrochen ausschwärmenden Reitern wurden offizielle Nachrichten in alle Winkel des Reiches verschickt. Allein in China umfasste die Yam über 14.000 Wechselstationen und mehr als 50.000 Pferde. Wow. In einigen Gegenden lagen die Stationen deutlich näher beieinander. Dort wurden auch schnelle Läufer eingesetzt. Das stelle ich mir hart vor. Das Herzstück dieses schnellen Kommunikationsnetzwerks waren die ausdauernden Kurierreiter. Um den reibungslosen Ablauf zu sichern, trugen Reiter ein Medaillon, das Paisa. Paisas waren eine Art Ausweis. Seine Träger konnten von den Yam-Stationen und der Bevölkerung Waren und Dienstleistungen einfordern. Die Yam-Boten waren die Nervenbahnen, die das gewaltige mongolische Reich verbanden. Beeindruckend, dass das damals schon so eingeführt wurde. Aber ja, es war notwendig bei so einem riesigen Reich. Ich glaube, das hatten wir gesehen, oder? Wobei? Am 1. Juni 1215 fiel die Stadt Chongdu ja, heute doch. Als Peking. Das hatten wir gesehen gehabt beim letzten Mal schon, ja. Okay, das heißt, in der nächsten Folge wird es weitergehen, beziehungsweise haben wir vielleicht noch ein Video? Wartet mal. Schauen wir mal kurz. Beim nächsten Mal geht es mit Liegnitz weiter. Hört sich das schon sehr interessant an. Hatten wir uns das hier... Ich glaube, das hatten wir uns... Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon angeschaut? Ne, das ist Zeiten der Geschichte. Mongolische Bogenschützen, haben wir das schon gesehen? Die Mongolen waren berühmt für ihre Bogenschützen. Und einer der Eckpfeiler ihres Erfolges war die kluge Konstruktion des mongolischen Bogens. Ne, ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen. Schauen wir uns das noch an. Der mongolische Bogen war Teil einer Familie von Bögen. Unterschiedliche Kulturen nutzten verschiedene Formen, doch sie alle bestanden aus den gleichen Materialien. Es handelte sich stets um Kompositbögen aus unterschiedlichen Teilen. Lukas Nowotny ist herausragender Bogenschütze zu Pferd. Wow. Und ein Meister des Kompositbogenbaus. Here we have a wooden core. That's what we begin with. The core is basically the invisible part of the bow. All we see in a bow is always the flesh. However, we never see the skeleton, just like in a human, we know it's there. Die Holzteile werden präzise zusammengesetzt und verleihen dem Bogen seine unverwechselbare Form. Okay. Now we have the tips. They go in like so. These tips of the bow are non-bending. They act as levers that allow you to draw a much stronger bow than you normally would be able to. It's a genius bit of engineering. Der nächste Schritt beim Bau des Bogens besteht darin, den hölzernen Kern mit Hornstreifen zu verstärken. Mit einem Werkzeug namens Tendiek wird gleichmäßiger Druck auf die geklebten Oberflächen ausgeübt. That's a lot of pressure. I have to work to really kind of keep this in place. Horn wirkt Druck entgegen und speichert Energie. Es ist der Muskel des Bogens. Auf den Muskel folgt die Sehne. Dafür verwendet der Bogenbauer getrocknete Tiersehnen, die gestampft und zerkleinert werden und so Fasern von bemerkenswerter Zugfestigkeit ergeben. Sehnenbündel werden mit Wasser angefeuchtet und dann in Kleber aus Schwimmblasen von Fischen eingelegt. Schwimmblasen von Fischen? Lage um Lage werden die Sehnen sorgsam angebracht. Ein mittelalterlicher Text behauptet, alles Geschick zeigt sich beim Aufbringen der Sehnen. You have to really be quick with your hands. You have to make sure the fibers are straight. Dabei ist es wichtig, die Sehnen gerade zu halten. Sind die Bogenarme nicht exakt ausgerichtet,
kann sich der Bogen beim Schießen verdrehen. A Finnish Mongol bow is usually covered with leather or birch bark to protect it from the elements. But the horn is exposed. That is where the power is. Ah, okay. In den Händen von versierten und schnellen berittenen Schützen wurde der mongolische Bogen zu einer der legendärsten Waffen der Geschichte. Nicht schlecht. Das muss man erstmal so schaffen. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, die anderen Sachen hatten wir uns angeschaut, wenn ich mich nicht völlig täusche. Wenn nicht, werden wir das noch nachholen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Schlacht von Liegnitz. Bis dahin, alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.